Ein Besuch in Ludwigsburg. Ludwigsburg, 15.09.2016. Alex hatte alle Unterlagen bei sich. Und nicht nur das, er hatte auch sein NAS und seinen Laptop im Auto. Nach dem letzten Vorfall wollte er lieber alle seine Daten bei sich haben, wenn er mehrere Tage außer Haus war. Er hätte zwar auch die Möglichkeit gehabt, seine Daten auf einen USB-Stick zu kopieren, aber die Datenmenge war einfach zu groß. Und einfach den Stecker rausziehen war für ihn auch keine Option mehr. Außerdem hatte er vor, zwei Versionen des kompletten Manuskripts, das er um einige handschriftliche Ergänzungen zum Thema aus dem Propheten Daniel überarbeitet hatte, außerhalb seiner Wohnung unterzubringen. Er verabschiedete sich von seiner Frau und seinen Kindern und fuhr los. Gegen Abend erreichte er Ludwigsburg. Er fuhr mit seinem schwarzen Mercedes E300 Bluetech auf den Hof seiner Eltern, stieg aus und kurze Zeit später saß er in ihrer gemütlichen Wohnküche. Er freute sich, beide wiederzusehen und erkundigte sich eingehend nach ihrem Ergehen. Dann erzählte er kurz, was er selbst in den letzten Monaten so gemacht hatte, berichtete von seinem Job, von der Gemeinde und von seinen Entdeckungen in der Bibel. Seinen anstehenden Besuch in der Schweiz konnte er nicht verschweigen, denn er war ja Anlass für seinen Besuch in Ludwigsburg. Aber seine Eltern unterstellten, dass es sich wieder um eine seiner vielen Geschäftsreisen handelte, und er ließ sie in dem Glauben. Nach dem Abendessen wollten er und seine Eltern noch ein wenig zusammensitzen. Deshalb ging Alex schnell zum Auto und holte seine Sachen, um sie in sein ehemaliges Kinderzimmer zu bringen. Als er in seinem Zimmer im Dachgeschoss seines Elternhauses das Licht einschaltete, suchten seine Augen bereits nach einer Möglichkeit, einen dicken Stapel Papier zu verstecken, ohne dass er sofort gefunden würde. Sein Bett stand unter einer Dachschräge, die zum Boden hin etwa einen Meter hoch mit einer senkrechten Gipskartonplatte verkleidet war. Hinter dieser Gipskartonplatte befand sich der dreieckige Hohlraum, der sich über die gesamte Zimmerbreite zog. An einer Stelle neben seinem Bett war eine kleine Holztür, durch die man diesen kleinen Raum betreten konnte. Alex öffnete die Tür leise, schaltete die Beleuchtung ein und kroch auf allen Vieren durch den Zwischenraum bis an die Giebelwand. Dort fand er einen alten Pappkarton, in dem Familienfotos lagen. Er nahm sein Manuskript, legte es zu den Fotos und verschloss den Karton wieder mit dem Pappdeckel. Das war zwar kein besonders einfallsreiches Versteck, aber zumindest würde es einige Zeit dauern, bis man es hier finden würde. Auch das NAS holte er aus seinem Wagen. Irgendetwas hielt ihn davon ab, mit dem kleinen Server und dem kompletten Datenbestand über die Schweizer Grenze zu fahren. Er packte also das NAS und stellte es neben den Pappkarton in dem kleinen Dachzwischenraum. Seine Eltern wollte er mit dem Wissen um dieses Manuskript und dessen Inhalt nicht belasten, und so verschwieg er ihnen, was er auf dem Dachboden versteckt hatte. Eigentlich war ihm selbst nicht klar, warum er diese Sicherheitsvorkehrungen traf. Er hatte nichts zu verbergen. Er war kein Krimineller. Er hatte lediglich einige Ausarbeitungen zur Bibel gemacht. Und das, was Jakob ihm gesagt hatte, war ihm Warnung genug, und im Übrigen wollte er nicht, dass diese auch für ihn noch sehr neuen und ungewohnt konkreten und aktuellen Aussagen der Bibel vorschnell in fremde Hände geraten würden. Vorsicht ist halt die Mutter der Porzellankiste. »Da bist du ja«, sagte seine Mutter, »komm, erzähl uns genauer, wie es dir geht und was du so machst.« Alex berichtete zunächst, was er im Beruf alles erlebt hatte, kam aber dann schnell auf ein biblisches Thema zu sprechen, das ihn in letzter Zeit in Frankfurt sehr beschäftigt hatte. »Ihr kennt doch das Standbild, das Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat«, begann Alex. »Ja, natürlich«, meinte sein Vater, »was ist damit?« »Wie ist die Auslegung?«, fragte Alex. »Na ja«, sagte sein Vater, »ich weiß, dass das goldene Haupt Babylon bedeutet.« Das sagt ja auch Daniel dem Nebukadnezar so. Die Brust aus Silber mit den beiden Armen symbolisiert Medo-Persien. Das ist ein gutes Bild, finde ich, denn Medo-Persien bestand ja aus den beiden Königreichen Medien und später Persien, und dass Gott hier die Brust mit den beiden Armen verwendet, macht durchaus Sinn. Die Lenden und der Bauch aus Bronze stehen für Griechenland, und die beiden Beine stehen für Rom, also für Ostrom und Westrom. So habe ich es zumindest immer gehört. Warum? »Stell dir vor«, sagte Alex, »man würde ein solches Standbild aufrichten. Würde es nicht umfallen?« »Wie meinst du das?«, fragte seine Mutter. »Also die Beine stehen in Rom, ja? Und der Rest steht im vorderen Orient, ja? Das gibt doch gar kein Standbild. Die Beine und die Füße wären 2500 Kilometer vom Rumpf entfernt. Das ist ein seltsames Standbild. Ich glaube nicht, dass Daniel das gemeint hat.« »Was denn dann?«, fragte sein Vater. Im Propheten Daniel sind keinerlei Hinweise auf das Römische Reich zu finden. Stattdessen aber berichtet Daniel 11 in großer Detailtreue vom Krieg der beiden Diadochenkönigshäuser, der Seleukiden, also dem heutigen Syrien, und der Ptolemäer, dem heutigen Ägypten.
Und du glaubst, das wären die beiden Beine? Fragte sein Vater. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Kann sein. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, hier die Ptolemäer und die Seleukiden einzusetzen, als das Römische Reich. Nachdem Babylon und Medo-Persien untergegangen waren, kam Alexander der Große. Und auf ihn folgte das Römische Reich, so sagen es zumindest die Geschichtsbücher. Aber das stimmt nicht ganz. Zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich gab es eine kleine Zwischenzeit, in der vier Generäle von Alexander dem Großen seine Nachfolger waren: Lysimachos, Kassander, Seleukos und Ptolemäus. Wobei die letzten beiden die mächtigsten waren. Und wenn einer den anderen besiegt hätte, und das haben sie ja über viele Jahrhunderte versucht, dann wäre dieser der Nachfolger Alexanders des Großen und damit der Herrscher der Welt geworden. Ich weiß, das wird ja ausführlich in Daniel 11 beschrieben, antwortete sein Vater. Genau. Warum berücksichtigen wir das dann nicht bei unserer Auslegung? Die Bibel führt uns, zumindest in Daniel, nicht nach Rom, sondern sie führt uns zu den beiden mächtigsten der vier Nachfolgegeneräle Alexanders, nämlich Ptolemäus, also Ägypten, und Seleukos, das alte Syrien. Sein Vater lachte. Du hast noch immer keinen Respekt vor den gängigen Auslegungen, oder? Nein, lachte Alex. Hatte ich nie und werde ich auch nicht haben. Es geht allein um die Schrift. Da bin ich der Meinung Luthers. Okay, sagte sein Vater, dann beweis, dass deine Sicht richtig ist. Wo lag Babylon? Im vorderen Orient. Okay, sagte Alex. Und wo lag Medo-Persien? Im vorderen Orient. Gut, und wo lag das Reich Alexanders des Großen? Auch im vorderen Orient. Jetzt kommt's, lachte Alex. Wo lagen die beiden Reiche der Ptolemäer und der Seleukiden? Im vorderen Orient, schmunzelte sein Vater. Merkst du, sagte Alex, bei dieser Sichtweise stehen Haupt, Brust, Bauch und Beine übereinander. Das erst ergibt ein Standbild, das auch stehen kann. Warte, sagte Alex, ich bin gleich wieder da. Er lief nach oben in sein Zimmer und holte aus seiner Tasche sein Manuskript. Kurz danach saß er wieder im Wohnzimmer und schlug eine Seite mit Landkarten auf. »Schau dir das mal an«, sagte er zu seinem Vater. »Die vier Weltreiche, die das Standbild symbolisierten, waren nicht zum Teil in Vorderasien und zum Teil in Europa. Sie befanden sich alle in Vorderasien. Damit wäre auch die geografische Deckungsgleichheit gewährleistet, denn Babylon lag in Vorderasien. Medo-Persien lag ebenfalls in Vorderasien.« Gleiches gilt auch für das Reich Alexanders des Großen. Das römische Weltreich hingegen lag in Europa, 2500 Kilometer weiter westlich und zudem auf einem anderen Kontinent. Sein Vater schaute auf die Karten und kniff nachdenklich seine Augen zusammen. Aber das Seleukidenreich, fuhr Alex fort, und das Reich der Ptolemäer lagen wieder genau dort, wo sich die ersten drei Weltreiche befanden. Das ist ja interessant, staunte sein Vater. Aber was ist mit Rom? Rom kommt in dem Standbild nicht vor. Was? Aber die beiden Schenkel werden doch immer als Ostrom und Westrom bezeichnet. Ja, sagte Alex, aber es ist falsch. Und es gab in der Vergangenheit einige Ausleger, die ebenfalls hier nicht Rom gesehen haben, sondern Syrien und Ägypten, beziehungsweise die antiken Seleukiden und die Ptolemäer. Allerdings, und da gebe ich dir recht, heute ist es eine sehr verbreitete Art der Auslegung, die beiden Beine auf Rom auszulegen, nämlich auf Ostrom und Westrom. Und man scheut sich auch nicht davor, die 10 Zehen auf Europa mit 10 Staaten zu interpretieren. Aber es ist eben nicht mehr als eine Interpretation. Es ist keine Auslegung, die dem biblischen Befund standhalten könnte. Du weißt ja, dass es ziemliche Probleme in der Auslegung gab, als Europa sich auf mehr als 10 Staaten ausdehnte. »Ja, da kamen einige Theologen ganz schön ins Schwitzen«, lachte sein Vater mit einem dröhnenden Bass. »Aber was meinst du denn, sind die 10 Zehen?« »Das weiß ich nicht genau«, gab Alex zu. »Zumindest scheint es so, dass auch sie geografisch aus dem gleichen Gebiet kommen müssen, wie die 4 Reiche vor ihnen auch. Es könnte also sein, dass es sich um einen Staatenbund handelt.« »Hört sich plausibel an«, meinte sein Vater. »Ja, das denke ich auch«, sagte Alex. Sein Vater war der gleiche Querdenker wie er. Zum Schluss ging es einfach um die Bibel und nicht um die Theologen oder um die Auslegungen. Es tat gut, mit jemandem zu sprechen, der das auch so sah. Aber wer hat sich eigentlich einmal die Mühe gemacht, über die beiden Füße des Standbildes nachzudenken, warf Alex ein. Alle behaupten, die beiden Schenkel seien Rom und am Ende der Zeit komme Europa,
symbolisiert durch die 10 Zehen. Aber so sieht das Standbild nicht aus. Und wie sieht es deiner Meinung nach aus? An den beiden Beinen sind zwei Füße, aus Eisen und aus Ton. Das sah Nebukadnezar in seinem Traum. Und eben das beschreibt Daniel in seiner Auslegung von Nebukadnezar auch sehr genau, verstehst du? Erst an diesen beiden Füßen sind die 10 Zehen und nicht an den Beinen. Sähe ja auch blöd aus, oder? Und das heißt? Das heißt, sagte Alex, dass das goldene Haupt, Babylon, die silberne Brust mit den beiden Armen, Medo-Persien, der bronzene Bauch mit den Lenden, Alexander der Große, und die beiden Beine, Seleukiden und Ptolemäer, alle bereits Vergangenheit sind. Zukünftig sind allein die beiden Füße mit den 10 Zehen. Kannst du das begründen? Ja, das weißt du auch, denn im Traum sieht Nebukadnezar einen Felsen, der ohne Menschenhände vom Berg herabrollt. Und was trifft er? Die Füße. Sein Vater dachte kurz nach. Stimmt, du hast recht. Am Ende der Zeit herrschen die Füße mit den 10 Zehen, wenn wir so wollen. Und die werden von Christus bei seinem Kommen zerstört. Denn der Fels schlägt das Standbild an die Füße. Und dann richtet Christus sein ewiges Reich auf. Du sagst es, sagte Alex. Du sagst, dass du nicht genau weißt, wer die 10 Zehen sind. Hast du eine Vermutung? Fragte sein Vater. Mein Vater kennt mich doch besser, als ich glaubte, dachte Alex. Er schätzte diese Art von Fragen. Hier war jemand interessiert. Hier hatte jemand den Mut und das Interesse, weiterzudenken, als er serviert bekam. Ja, natürlich habe ich eine Vermutung, schmunzelte er. Na dann mal raus damit, forderte ihn sein Vater auf. Aber das ist nichts für schwache Nerven, sagte Alex und lachte. Das macht nichts. Ich habe die Visionen Daniels in Excel eingegeben. Ist ja fast so verwegen, wie die Bibel zu drucken, statt sie abzuschreiben, flachste sein Vater. Jupp, mindestens, gab Alex zurück. Das Buch Daniel enthält ja nicht nur den Traum vom Standbild Nebukadnezars, sondern Daniel hatte auch noch weitere Visionen. Zum Beispiel die Vision von den 4 Tieren, die ebenfalls 4 Weltreiche symbolisieren. Wenn man jetzt diese beiden Visionen in einer Tabelle nebeneinander schreibt, dann entdeckt man etwas Erstaunliches. Und was ist das? Fragte sein Vater. Alex blätterte weiter zu einer Seite, die mehrere Tabellen enthielt. Er legte sie seinem Vater vor. Das hier ist die heutige Interpretation der beiden Visionen. Hier sieht man die Tabelle. Ganz links in der Spalte sieht man die Bedeutung, und zwar von oben nach unten die Abfolge der Weltreiche, Babylon, dann Medo-Persien, dann Griechenland, dann, so ist zumindest die aktuelle Auslegung, Rom und zum Schluss Europa. In der zweiten Spalte sieht man dann das Standbild Nebukadnezars. Da wird Babylon als das Haupt beschrieben, Medo-Persien als Brust und Arme, Griechenland als Bauch und Lenden. Und dann kommt Rom, die 2 Beine für Ostrom und Westrom. Und dann soll Europa durch die 10 Zehen symbolisiert werden. Und in der dritten Spalte sieht man die Vision Daniels von den 4 Tieren, die 4 Weltreiche symbolisieren. Da wäre dann Babylon der Löwe, Medo-Persien der Bär, Griechenland wäre der Parther, aber dann hat diese Vision nur noch ein Tier mit 10 Hörnern. Und das müsste dann eigentlich Rom sein. Und für Europa hat man dann aber wieder keine Bedeutung. Oder man würde das Tier mit den 10 Hörnern eine Zeile runtersetzen zu Europa, dann würde Daniels Vision Rom überspringen. Aber das passt nicht zusammen. Und jetzt, fragte sein Vater. Das passt alles noch nicht zusammen, sagte Alex. Wenn es hier um Rom und Europa geht, dann ist Rom entweder durch die 2 Beine und Europa durch die 10 Zehen symbolisiert. Oder Rom ist das Tier mit den 10 Hörnern. Aber wir müssen auch Offenbarung 17 mit dazu nehmen. Alle diese Visionen müssen miteinander übereinstimmen. Das Problem ist, dass man mit der Zuordnung Griechenlands im Standbild noch halbwegs klarkommt, auch wenn es sich ja nicht um Griechenland handelt, sondern genauer gesagt um das Reich Alexanders des Großen. Aber Rom soll in dem Standbild angeblich durch die 2 Beine symbolisiert sein. Die Füße fehlen in dieser Sichtweise ganz. Hingegen soll in der Vision von den 4 Tieren Rom das Tier mit den 10 Hörnern sein, wobei die 10 Hörner aber doch Europa bedeuten sollen. Aber die 10 Hörner entsprechen doch auch irgendwie den 10 Zehen, oder? Nun stehen aber die 10 Hörner und die 10 Zehen in unterschiedlichen Zeilen. Und im Standbild scheint es so, als ob nicht 4 Weltreiche, sondern 5 Weltreiche kämen. Oder in der Vision von den 4 Tieren
müsste das vierte Tier und die 10 Hörner voneinander getrennt werden. Irgendwie passt das alles nicht richtig zusammen. So wäre die Tabelle, wenn man Daniel nach herkömmlicher Weise auslegt. Aber es passt hinten und vorne nicht. »Na, dann mach's doch mal passend«, sagte sein Vater. »Ja«, Alex blätterte einige Seiten weiter in seinem Manuskript und zeigte seinem Vater eine überarbeitete Fassung der Tabelle. Hier sieht man jetzt auch links in der Spalte die Bedeutung, also Babylon, dann kommt Medo-Persien, dann kommt das Reich Alexanders des Großen, dann kommen die Seleukiden und die Ptolemäer und zum Schluss kommt das Reich des Antichristen. Das ist die Abfolge der Weltreiche von Babylon bis zum Antichristen, so wie Daniel sie beschreibt. Dann kommt die zweite Spalte, das ist Nebukadnezars Traum, nämlich das Standbild. Das begann mit dem Haupt für Babylon, Brust und Arme für Medo-Persien, Bauch und Lenden für Alexander den Großen. Dann kommen die zwei Beine für die Seleukiden und die Ptolemäer. Und zum Schluss kommen zwei Füße mit 10 Zehen aus Eisen und Ton, die dann das antichristliche Reich beschreiben müssten. Dann kommt in der dritten Spalte Daniels Vision von den 4 Tieren. Das beginnt mit dem Löwen für Babylon, entspricht dem Haupt. Dann der Bär für Medo-Persien, das entspricht dem Standbild Brust und Armen. Dann kommt der Parther oder der Panther, das entspricht dem Standbild dem Reich Alexanders des Großen oder dem Bauch an den Lenden im Standbild. Dann kommen im Standbild die zwei Beine, die für die Seleukiden und die Ptolemäer stehen, die sind in Daniels Vision nicht erwähnt. Und zum Schluss kommt ein Tier mit 10 Hörnern, das ist das Reich des Antichristen und entspricht im Standbild den beiden Füßen mit den 10 Zehen aus Eisen und Ton. Und Offenbarung 13, das ist die letzte Spalte, die beschäftigt sich nur noch mit einem Tier wie ein Parder oder ein Panther, ein Bär und ein Löwe und mit 10 Hörnern und 7 Häuptern. Dieses Tier in Offenbarung 13 fasst also eigentlich alle Reiche zusammen, die in Daniel beschrieben sind und sagt gleichsam, dass eine Kombination aus allen diesen antiken Weltreichen in der Endzeit wieder entstehen wird. »Das wird jetzt ganz schön komplex«, meinte sein Vater und schaute nachdenklich auf die Tabellen. »Aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst.« Er lehnte sich zurück. »Aber wer sind die 10 Hörner und wer die 7 Häupter?« »Das ist etwas kompliziert«, sagte Alex. »Es klingt verrückt, aber in der Bibel in Daniel 11 fehlt einer der Seleukidenkönige in der Aufzählung.« »Was?« staunte sein Vater. »Hat Daniel den vergessen? Oder ist die Bibel hier vielleicht fehlerhaft?« Was heißt, es fehlt ein Seleukidenkönig? Nun, in Daniel 11 sind die Kriege der Seleukiden gegen die Ptolemäer in großer Detailtreue beschrieben. Ich weiß. Und einer der Könige innerhalb der Seleukiden-Dynastie, genau genommen der zweite König, fehlt. Anmerkung hierzu, das war Antiochos I. Soter. Alex weiter. Er wird übersprungen, einfach ausgelassen. Kannst du in der Scofield-Bibel nachlesen. »Dann ist die Bibel nicht inspiriert, sondern fehlerhaft?«, fragte sein Vater. »Nein, im Gegenteil, pass auf. Der letzte der Seleukidenkönige, der in Daniel erwähnt wird, ist Antiochos IV. Epiphanes.« »Stimmt«, sagte sein Vater. »Du kannst alle Christen fragen, wer ist im Alten Testament der Typus des Antichristen schlechthin? Und alle werden antworten, Antiochos IV. Epiphanes.« »Richtig.« »Probier es aus«, sagte Alex, »es stimmt tatsächlich.« »Hab ich schon«, sagte sein Vater, »du hast recht, weiter.« »Okay«, sagte Alex, »jetzt pass auf. Antiochus ist nach der historischen Zählweise der 8. Seleukidenkönig. Weil die Bibel aber einen übersprungen hat, ist er nach biblischer Zählweise der 7. »Aha. Und jetzt«, sagte sein Vater, »der Teil von Daniel 11, der sich mit Antiochus Epiphanes befasst, umfasst die Verse 21 bis 45.« »Stimmt«, dachte sein Vater laut, »Daniel 11, Vers 21 bis 45 handelt von Antiochus Epiphanes. Aber nicht nur, die Bibel macht jedoch einen Zeitsprung in die Zukunft.« »Richtig«, sagte Alex. »Von Vers 21 bis Vers 35 wird noch der historische Antiochus Epiphanes beschrieben. Aber ab Vers 36 macht die Bibel einen fast unmerklichen Sprung auf einen endzeitlichen Herrscher, der dem historischen Antiochus Epiphanes zwar sehr ähnelt, dennoch aber ein anderer, noch zukünftiger Herrscher ist.« »Ja und?« »Verstehst du nicht«, sagte Alex, »das sind die 7 Häupter.« »Moment«, sein Vater musste nachdenken, »du meinst, die 7 Seleukidenkönige sind die 7 Häupter des Tiers aus Offenbarung 17?« »Ja.« »Antiochus Epiphanes wäre dann nach biblischer Zählung der 7. König.« »Okay, er wäre das 7. Haupt«, überlegte sein Vater.
Ja, das Tier mit den 10 Hörnern und den 7 Häuptern stammt ab von den Seleukiden. Deshalb heißt es, dass das Tier 7 Häupter hat. Und Offenbarung 17 sagt auch sehr deutlich, dass die 7 Häupter 7 Berge sind. Hier ein Zitat aus Offenbarung 17, Vers 9. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. Dann ergänzt der Vater von Alex, genau, und die 7 Berge aus Offenbarung 17 sind die 7 Berge Roms. Moment, Paps. Rom ist auf 7 Hügeln gebaut und nicht auf 7 Bergen, oder? Wenn wir anhand dieses und anderer biblischer Texte behaupten wollen, dass Rom damit gemeint sei, müssen wir schon sehr, sehr genau hinschauen, denn mit solchen Aussagen muss man verantwortlich umgehen. Jerusalem liegt übrigens auch auf 7 Hügeln, Damaskus auch, Würzburg auch und Bamberg und Athen, sogar Siegen liegt auf 7 Hügeln. Was ist schlimmer als verlieren, flachste sein Vater, Siegen. Ja, ich weiß, lachte Alex, aber im Ernst, mit der gleichen Berechtigung, mit der hier ständig und unnötig auf Rom verwiesen wird, könnten wir auch Siegen oder Würzburg als die Stadt des Antichristen annehmen, oder? Klingt etwas verwegen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also, damit ist die allgemein verbreitete Ansicht in Offenbarung 17, Rom zu vermuten, entkräftet und ad acta gelegt. Moment, hakte sein Vater nach. Antiochus Epiphanes ist nach biblischer Zählung der 7. König, richtig? Richtig. Und von ihm redet Daniel 11, Vers 21 bis 35, richtig? Richtig, sagte Alex. Aber wer ist dann der, von dem in Daniel 11, Vers 36 bis 45 berichtet wird? Das ist der 8., sagte Alex. Haha, zählen kann ich auch, lachte sein Vater. Nein, ich meine das im Ernst, schmunzelte Alex. Das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. So steht's in der Offenbarung. Kennst du die Worte? Alex sah seinen Vater ernst an. Sein Lachen blieb ihm im Hals stecken. Und jetzt schaute auch er Alex ernst an. Und du meinst, ja, meine ich. Ich glaube, jetzt hast du es verstanden, meinte Alex. Sein Vater nickte still und die beiden lächelten sich zu. Die Bibel ist hier nicht ungenau. Daniel hat nichts vergessen und Gott erst recht nicht. Antiochus Epiphanes ist historisch gesehen der 8. König. Nach biblischer Zählweise ist er der 7. und sein endzeitlicher Nachfolger ist der 8. König. Es passt alles mit Offenbarung 17 zusammen. Wahnsinn, sagte sein Vater. Ja, sagte Alex. Sie schwiegen eine Weile aus Ehrfurcht vor dem Ergebnis ihres Studiums. Weißt du, begann Alex erneut, es kann einfach nicht sein, dass dieser Text, der sehr bekannt ist für seine so außerordentliche Akkuratesse bezüglich der von Daniel Jahrhunderte vorher geschauten Abfolge der Seleukidenkönige, einen König übersieht. Es scheint mir vielmehr so zu sein, als ob wir über diesen Fehler beim Lesen geradezu stolpern sollen, so als ob Gott uns auf diese Konstruktion der 7 Könige aufmerksam machen möchte, als ob er uns geradezu locken wollte, den Text genauer zu überprüfen. Johannes nimmt in seinem 17. Kapitel der Offenbarung auf diese Struktur aus Daniel 11 Bezug und vollendet sie. Das Tier nämlich, das war und nicht ist und wieder sein wird, besteht aus dem Reich des historischen Antiochus Epiphanes. Dieses sein zukünftiges Reich vereint auf sich die Eigenschaften des alten Babylons, des antiken Medo-Persiens, des Reiches Alexanders des Großen und des Reichs von Antiochus Epiphanes. Mit dem Unterschied, dass diesem Endzeitkönig gelingt, was dem historischen Antiochus nicht gelang. Er wird nämlich Ägypten besiegen. Dieses Reich von Antiochus Epiphanes, dieses Tier, taucht am Ende der Zeit wieder vor unseren Augen auf. Es gibt neben der 7er Struktur in Daniel keine andere Bibelstelle, auf die der Text in Offenbarung 17, Vers 11 Bezug nehmen könnte. Gigantisch, staunte sein Vater. Das ist der Schlüssel.